Dammit, mein letzter Spielfortschritt wurde nicht gespeichert. Mann, durfte ich alles nochmal neu machen mit diesen Kittenhunden. Blöden Viecher. Und oh, nein, Fuzzis. Oh, mein Genius, wie ich die hasse. Egal. War jedenfalls ganz chillig, weil ich nebenbei Kaffee gesoffen habe und keine Ahnung. Da habe ich mir gedacht, kann ich euch doch gleich mal fragen, was ist euer Lieblingsgetränk? Also ich, wow, trinke ja ganz gern so Cola, also mehr so Spezien und so ein Zeug. Nett. Oder auch Apfelschorle, schön eisgekühlt und so. Halt einen Radler noch. Aber das dürfen wahrscheinlich nicht alle von euch trinken. Nein, 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 erst ab 16. Nein, blöder Fuzzi, ich hasse dich! Jetzt hat er mir natürlich meinen Propeller weggenommen, ey. So ein Scheißvieh. Aber das war eh klar. Das war doch eh klar. Dass das nicht länger als. Warte, ich schau gleich. Moment, ich hab. Ja, eine Minute jetzt gezockt. Bei 50 Sekunden habe ich ihn verloren. Geil. Da muss man noch die 5 Sekunden abziehen, wo das Level noch nicht gestartet hat. Also, ja, ich hab schon Skill, ja. Oh Gott sei Dank, da ist ein neuer. Oh ja. Oh Gott. Ist da oben was? Ach, nur Münzen. Schade. Ich dachte, ich habe ein richtiges Secret gefunden. Sag mal, macht ihr euch einen Spaß draus, dass ihr mich ärgert hier oder was? Dummen Viecher. Boah. Also ihr seid ja noch nerviger wie in Paper Mario 2. Alter, es geht. Keine Hobbys oder wie? Schaut jedenfalls so aus. Ja, nee. Mich triffst du nicht. Und hoch da! Hoch da, habe ich gesagt. Ganz schnell! Okay. P-Switch! Ja, bin ich so dumm und hol die Münzen oder was? What the fuck? Wow! Geiler Lacke! Hier sind Münzen. Achso, da ist nochmal ein P-Switch. Ey, das war jetzt ja derbe Glück, dass ich das gefunden habe. Wollte mich eigentlich nur vor den Drecksviechern verstecken. Und hol sie da alle, komm! Ja! Applaus! Lalala. Ich habe Probleme, oder? Gut, ich kann auch richtig abgehen, weil es ist 2 Uhr circa. Meine Eltern schlafen 2 Stockwerke tiefer und die Nachbarn sind mir eh wurscht. Na, nein, die hören das eh nicht. Hoffe ich für sie. Wow! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Lasst mich in Ruhe! Ja, what is that denn? Der dicke Onkel, oder was? Gib mir mal einen Stern her, da. Habe ich alle Münzen? Gut, gib mal einen Stern, bitte. Oh, ich bin doch blöd. Mann. Was ist denn da noch? Geheimer Ausgang, oder was? Also man könnte schon noch was hier versteckt haben. Sieht aber nicht danach aus, irgendwie. Ach so, das dient nur hier, um die Maximalpunktzahl bzw. das abzukriegen. Naja, gut. One-Up, obwohl ich keins mehr tragen kann. Deine Rubintasche ist voll. Schade, dass das nicht mehr bei Pokémon ist, dass du da alles in deine Tasche reinschmeißen kannst. Also unendlich One-Ups. Das wäre doch geil. Deswegen brauche ich auch gar nicht da zu dem Pilzhaus gehen, weil das habe ich nicht nötig. Wir gehen zu Ludwigsburg. Hier werde ich ja vermutlich wieder ein paar Ups verlieren. Okay. Sehen wir uns das mal an. Oh, sorry, mir juckt es gerade total im Ohr. So eine Scheiße. Nein, 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 nicht zerquetschen! Achso, passiert nichts, Gott sei Dank. Ich fuchtel mir da im Ohr rum und der andere. Ach, naja. Geht es nicht irgendwie schneller? Also, ich kann das hier mit der Remote steuern, das ist ja auch ganz nett. Okay. Hier wollen sie das Gehirn mal wieder kirre machen. Hier überall, also kommen die Viecher. Ich muss dann noch hier steuern mit der Hand und dann nebenbei noch laufen und springen und ausweichen und boah. Hochfliegen kann ich ja auch nicht einfach so, weil ich weiß ja nicht, wo da. Was ist, ey? Chillt mal! Wo bin ich denn sicher? Pff, links oder rechts? Ach, geh mal hier hin. Da ist sogar was. Duck dich! Ich hab doch. Oh. Idiot! Und dann sind da nur Münzen. Gut, ich bin zwar Münzengeil, aber dafür gebe ich doch keinen Propeller her. Vielleicht kriege ich einen. Nee, krieg ich nicht. Nie im Leben. Gibt da nur eine dumme Blume. Wetten? Wahrscheinlich eine Eisblume. Ich würde fast meinen Arsch verwetten, dass ich hier eine Eisblume verkrieg. Verkrieg. Krieg. Ach, sogar noch Feuer. Das wundert mich. Ja, kommt ja auch mal eine Sternmünze oder sowas.
Weiß ja nicht. Oh nein, ich sehe schon, was da oben kommt. Das ist gar keine Sternmünze, das ist... Das ist... mein Tod. Lass mich! Bitte! Deine Freunde hast du auch mitgebracht. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß ohne mich, weil... Oh, da ist eine Münze. Ja, klar. Nein! Oh! Haarscharf, Mann! Weg, 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 weg. Okay, kann ich mich da dranhängen oder so? Oh, da ist echt was. Vielleicht hoch oder was? Okay. Oh, da ist die nächste! Geil! Okay. Oh, Scheiße! Mir fällt gerade ein, die dritte Münze hier ist dreckig! Und... Fuck! Das Castle hier, die Burg, die hat einen geheimen Ausgang. Fällt mir gerade ein. Bullshit, wo war denn der? Der hatte mit Sicherheit auch was mit euch Bob-Oms zu tun, oder, Freunde? Mit Sicherheit, aber ich kann euch gerade echt nicht sagen, wo und wie und weiß ich nicht. Da muss man irgendwo eine Wand freisprengen, glaube ich. Und dieser geheime Ausgang ist notwendig, um... Moment mal, das sieht hier... Verdächtig. Im Ernst? Ich hätte das jetzt gefunden? Geil! Ich so... Ja, sieht verdächtig aus. Geil! Yo! This way! Und ihr müsst diesen Way nehmen, um beim Castle nicht komplett geowned zu werden. Weil das Castle kann man nicht als Feuerblumen-Mario oder großer Mario bestreiten. Warum, werden wir noch sehen. Jetzt geht da so eine Ranke nach oben, glaube ich, zu den Wolken hoch, ne? Genau. Und da ist dann noch ein weiteres Level. Und, oh, ist das epic. Ist das epic. Dass ich das gefunden habe, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber wir müssen ohnehin das Castle nochmal machen. Eine Sternmünze fehlt noch, die beschissenste. Und ja, wir müssen Ludwig halt nochmal besiegen, ne? Der ist jetzt schon so geflohen. Irgendwie hat er gerochen, dass wir den Geheimgang genommen haben, aber... Egal. Okay, welcome back! Ich fighte hier gerade ohne Ende. Und... Oh, scheiße, das ist die letzte Münze. Moment, kann ich das vielleicht auch mit dem Eis machen? Das wär zu göttlich. Ey! Ich will es wenigstens ausprobieren. Nein! Ich brauche die Bombe. Alter, Alter! Alter, bitte! Ich spreng mich in die Luft. Hauptsache, du machst es auf. Weil ich habe mich da so geärgert bei meinem ersten Durchspielen. Ich habe das einfach nicht hingekriegt. Weil das Scheißding jedes Mal weiter nach oben gegangen ist. Und ja, dann war ich da unten natürlich in der Falle. Und hier ist sowieso nochmal ein Pilz. Und Ludwig werde ich doch dann wohl besiegen, oder? Komm, wir geben es ihm. Oh, Gott sei Dank war ich groß, Mann. Weil wenn die einmal fällt, dann seid ihr dann nicht mehr groß, glaube ich. Oder doch, da gibt's einen Pilz. Egal, jetzt müssen wir noch Ludwig besiegen. Oh, okay, der schießt erstmal was nach vorne. Dann spielt der Yoshi, schwuler Yoshi. Also Justin Bieber halt. Scherz. Okay, also das Ding hier ist scheinbar die ganze Zeit... Nee, jetzt nicht mehr. Oh, oh, war knapp, war knapp. Ich muss ihn früher abpassen. Beim letzten Leben mache ich es dann so. Jetzt noch einmal hier die Scheiße, komm runter, genau. Dann hier kriegst du den da hier. Weichen wir deinem Quatsch aus. Genau, da war ein bisschen knapp wieder, aber ist ja wurscht. Und jetzt gibt's auf die Nüsse, du. Bam! Got it! Mario Number One! Nee. Weißt du, was es jetzt gibt? Die Goofy. Jo, den möchte ich nämlich wieder öfters reinbringen. Ich hab den so vergessen die letzten Monate. Ich krieg immer wieder die PNs mit. Ah, wann kommt wieder der Goofy? Wann machst du wieder den Goofy? Ja, ich denke ja dran, Leute. Sorry. Okay, das Geisterhaus. Und oh, da ist wieder ein geheimer Ausgang. Das ist doch klar, weil da immer einer ist. Aber wo zum Teufel? Ah, Mann. Doch keine Ahnung hier. Okay. Hey, gab's denn nicht auch... Boah, chill. Gab's denn nicht auch in... New Super Mario Bros. DS? Diese Boxer hier?
kommen mir jedenfalls bekannt vor. Also ich kann mich auch täuschen, aber... Oh, wow! Ja, abgeht. Du kriegst gleich hier selber eine Tonne. Da, nimm. Depp. Ist da was? Natürlich nicht. Da ist eine Blume, oder? Ja, mach mir halt Hoffnungen. Warum nicht? Was ist denn da oben? Hä? Eigentlich wollte ich jetzt halt... Oh, chill! Mann, ey, du blödes, dreckiges Schwein. Wo ist was? Oh, sprich... ja, komm, aber ich bin ihm genau auf die Boxhandschuhe gesprungen. Eigentlich müsste seine Hand jetzt voll wehtun. Aua, aua. Und nicht ich! Fuck off. Das wird schon hier, aber kriegt man da irgendwie keinen Pilz irgendwie so am Anfang? Oder war da jetzt hier gleich einer? Achso, na gut. Warum erwarte ich dann 5 Sekunden später eine Blume? Bin ich dumm? So, komm, nerv nicht. Mach das... Achso, er muss frei machen, genau. Stimmt. Hallo, bin dein Freund. Hab dich lieb. Nee, eigentlich wollte ich ja schauen, ob hier was ist. Alles... Schaut schon. War klar. Mhm. Was haben wir denn hier? Moment, ist da was? Da drin vielleicht? Nee. Scheiße. Also ich nehme an, dass hier die zweite Münze ist. Auch wenn es hier ein bisschen schwul ausschaut und... Was mache ich eigentlich? Bekifft oder was? Bam, bam, bam. Bam, bam. Okay. Ach so. Ja, logisch. Anders komme ich ja gar nicht weiter. Ja, hallo, was soll jetzt der Quatsch hier? Oder ist das ein normaler Weg? Alter, oh, ging's da vorhin noch weiter? Das ist gar nicht mein Kopf. Ja, pff, was zur Teufel geht hier ab, Mann? Komm her. Nein, komm nicht her, sonst kann ich doch... Wobei doch. Ich kann einfach so vorbei. Schluss jetzt? Nein, da ist noch was, war ja klar. Ja, und wie zur Hölle soll ich da hochkommen? Wollt ihr mich verarschen? Nö. Also, wenn da die Sternmünze ist, dann könnt ihr mich mal. Weil da komme ich nicht... What the fuck? Das war der geheime Ausgang? So einfach versteckt? Also, da erwarte ich eigentlich in der siebten Welt was Schwierigeres. Also, bin ich jetzt wirklich geschockt. Weil, ich meine, dass da eine Tür war und dass der das einschlagen muss, das war ja irgendwie logisch, oder? Das sah ja vollkommen offensichtlich aus. Das findet ja jeder auf Anhieb. Oder schreibt es mir mal in die Kommentare, wie ihr das gefunden habt. Also ich fand das lächerlich. Ganz im Ernst. Okay. Dann suchen wir die letzten zwei Münzen. Und ich hoffe so inständig, dass die zweite Münze nicht da oben ist. Weil das ist dann so eine Qual und ich möchte das nicht. Ist da? Nein, lass mir meine Blume. Trottel. Okay, der ist mit einem Feuerball tot. Sprünge braucht er mehr. Ich glaube 3. Tschüss. Oh, es ist chillig. Lalalala. Aber ich glaube, es ist das letzte Geisterhaus in dem Spiel. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Oh, mal auf. Hier, das ist doch sowas von einfach zu finden. Im Ernst. Ja, aber gut. Die hatten so viel Asoziales. Jetzt darf aber auch was Leichtes kommen. Nur halt gerade in Welt 7 ist es ein bisschen... Ist ja nichts mehr, ne? Warte. Ich kenne doch die. Nicht? Okay. Dann gehen wir weiter. Und hoffen, dass die zweite Münze jetzt sofort kommt. Weil sonst kriege ich einen Anfall. What the hell? Scheiße, hier brauche ich einen Stern, oder? Fuck. 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 Sag mal, geht's noch?
Hallo, geht's noch? What the hell? Alter Schwede! Okay. What the fuck? Also ein Ausgang wird wohl der richtige sein. Ja, super, 50-50 jetzt noch. Und ich gehe jetzt bestimmt sicher noch in den falschen. Das war so klar. Das war einfach so klar. Dass ich wieder alles ausprobiere und der letzte ist es. Ey, das ist... Geh mal weg da, du bist doch bei der Münze, oder? Ja, das war doch klar. Und bitte lass es die zweite sein. Ich flehe dich an, Gott, bitte! Bitte! Das heißt, da oben ist ein... Wobei... Sicher bin ich noch nicht... Nein! 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 Die letzte Münze ist echt da! Das könnt ihr mir nicht antun! Nein! Bitte! Wieso? Moment mal... Moment... Ist euch was aufgefallen? Also entweder bin ich blöd oder als wir hier jetzt gerade rausgegangen sind, vergleicht es mal mit dem Ausgang vom Secret Ending von dem Geisterhaus. Das war völlig anders, oder? Weil da war unten eine Tür und oben eine Tür. Und das ist ja eigentlich bei den Secret Endings da immer so. Du kommst oben raus, fliegst runter und dann hat es aber das gleiche Ziel. Also die Verbindungen irgendwie. Oder? Aber in dem Fall sah das ganz anders aus. Das heißt, wenn ich jetzt nicht gerade blind war, dass da unten tatsächlich noch eine Tür ist. Und man mit dem Gedanken spielt, dass der Spieler daran nicht denkt. Das ist es mir jetzt echt wert zu überprüfen. Und wenn das stimmt, dann beantrage ich eine gute Note in der Schule, weil dann bin ich nämlich doch nicht so doof. Lol, Scherz. Ich bin eigentlich ziemlich gut, aber... Ja gut, welches Fach sollte ich überhaupt wählen? Irgendwas mit Denken. Ja, Mathe, genau, Mathe. Was hat es mit Mathe zu tun? Gut, ich habe kombiniert, aber... Ja, aber ein anderes Fach gäbe es nicht. Was? Also Mathe passt da jetzt echt am besten. Und da könnte ich es tatsächlich gebrauchen, weil Mathe und Physik sind die einzigen Fächer, wo ich sacke. In allen anderen stehe ich zwischen 2 und 3. Nur halt Mathe und Physik ist 4. Lol. Die Scheiße kann ich einfach nicht. Ja, also entweder ist der Dreck jetzt hier, was absolut krank wäre und was ich auch für die... Entwickler nicht hoffe, weil sonst gehe ich zu denen zu Hause. Gehe ich zu denen zu Hause. Komme ich zu denen nach Hause und verkloppe deren Arsch. So. Ist hier jetzt irgendwas mit Raben? Nee, ne? Ey, diese Tür hier, was ist da? Alter, ich bin so genial. Das gibt's nicht. Da könnt ihr jetzt labern, was ihr wollt. Das war geil. Das war wirklich eine geile Leistung hier. Yo! Wie geil! Wow, was ist das denn? Chillt mal. Also da könnt ihr jetzt echt sagen, mit Selbstlob stinkt und so, was ihr wollt, aber das, da bin ich jetzt echt stolz drauf. Dass ich das rausgefunden habe. This way! Da gönne ich mir doch glatt einen Big Tasty. Achso, stimmt, es ist ja 2 Uhr. Fuck! Aber morgen. Und wir sehen uns auch morgen wieder, oder je nachdem, wann es hochgeladen wird. Bye, bye!